Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer außerordentlichen Pressekonferenz hier beim 1. FC Nürnberg am Pfalzner Weiher. Wie das in Corona-Zeiten so üblich ist, ist diese Pressekonferenz auch heute ohne die Journalisten hier vor Ort, sondern mit einer Videokonferenz über Zoom. Entsprechend, wie wir es auch von den anderen Pressekonferenzen kennen, ist es das gleiche Prozedere. Ich werde nacheinander die Journalisten aufrufen, wenn sie mir virtuelle Handzeichen hier über den Laptop geben. Ich begrüße recht herzlich unseren Sportvorstand Robert Palikuča zu meiner Rechten und Michael Wiesinger, unseren neuen Cheftrainer. Das ist auch der Grund für die heutige Pressekonferenz. Und ohne langes Tamtam und Gerede von mir vorweg würde ich direkt unseren Sportvorstand Robert bitten, den Grund für die heutige Pressekonferenz zu nennen. Servus zusammen. Ja, wir haben gestern es nicht geschafft, aus eigener Hand den Klassenerhalt zu sichern, auf dem direkten Weg. Wir haben es in eigener Hand gehabt, sind auch gut ins Spiel gekommen, haben dann die Spielkontrolle aus der Hand gegeben, kassieren den Ausgleich und schaffen es hinten raus nicht, das Siegtor zu erzwingen. Dass wir uns auf fremde Hilfe nicht verlassen wollen, war klar. Und ja, die Ereignisse nach dem Spiel haben dann dazu geführt, dass man sich zusammengesetzt hat, Gedanken gemacht hat, ob wir weiter so die Saison bestreiten mit den zwei Spielen, die bevorstehen, und ob wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben. Ich habe mich dann mit meinen Vorstandskollegen ausgetauscht, mit den Gremien, ein paar Gespräche geführt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Mannschaft den neuen Impuls geben wollen. Haben mit Michael Wiesinger und Marek Mintal jetzt eine Lösung gefunden, die die nächsten zwei Spiele angehen werden, mit einem vollen Fokus. Hochmotiviert. Ein erfahrener Trainer wie Michael, der selber auch schon Relegationsspiele erfolgreich bestritten hat, der auch in der dritten Liga gearbeitet hat, weiß, wie Drittliga-Fußball aufgebaut ist. Mit Marek, einem sehr ehrgeizigen jungen Trainer, der hochmotiviert ist, der die Mannschaft schon vom letzten Jahr oder Teile der Mannschaft vom letzten Jahr kennt, wo er als Co-Trainer hier gearbeitet hat und die eine Woche, die er in der Hinrunde die Mannschaft begleitet hat. Sind überzeugt, dass es das eine sehr gute Lösung ist für den Verein, dass die das sehr fokussiert, engagiert, hochmotiviert angehen werden und dass wir das erfolgreich dann bestreiten werden. Robert, vielen Dank. Da ihr Michael Wiesinger alle kennt, verzichten wir mal darauf, dass du ein paar Eingangsworte nach draußen richtest, sondern wir beginnen dann auch gleich mit eurer Fragerunde. Wie gesagt, ihr kennt das Prozedere, das virtuelle Handzeichen. Bei wem es nicht funktioniert, gerne einfach kurz in den Chat schreiben, dass ich ihn rannehmen soll. Aber wir haben auch schon das erste Handzeichen und starten deswegen mit Fadi Keplavi von den Nürnberger Nachrichten. Bitteschön. Guten Tag zusammen. Herr Palikutscher, wie hat Jens Keller reagiert auf die Entscheidung und warum sind Michael Wiesinger und Marek Mintal die einzig sinnvolle Lösung in dieser Situation? So steht es ja in der Pressemitteilung. Ich hatte mit Jens in den letzten Wochen schon immer wieder Gespräche, wo Jens ist akribischer Arbeiter, der viele Ansätze versucht hat und letztendlich sind wir auch oft in die gleichen Muster verfallen. Wenn man jetzt die zwei extremen Ergebnisse aus der einen Woche wegnehmen, wo wir 6-0 gewinnen und 6-0 verlieren, was schwer zu erklären ist, die anderen Spieler hatten immer ein ähnliches Muster, dass wir es nicht geschafft haben, unser Spiel durchzubringen über 90 Minuten. Dass wir immer wieder einen Wechsel zwischen guten und schlechten Phasen haben. Das hat man ja gestern auch wieder gesehen. Als wir ab Mitte der ersten Halbzeit die Spielkontrolle abgegeben haben über einen langen Zeitraum und dass wir immer wieder hinten raus Punkte liegen gelassen haben. Und diese Muster haben wir nicht geschafft zu durchbrechen. Ich habe mit Jens diese Gespräche in den letzten Wochen immer geführt. Einen sehr guten, sehr ehrlichen Austausch mit ihm gehabt. Und letztendlich habe ich mich heute Morgen mit ihm zusammengesetzt, über alles geredet. Das war ein sehr gutes Gespräch, aufrichtig ehrlich. Und er hat das mit Fassung getragen. Er hat auch gesagt, dass er überzeugt ist, dass die Lösung, die wir hier anstreben für die zwei Spiele, richtig ist. Dass das eine gute Entscheidung vom Verein ist, hat mir dann über mich an das Trainerteam ausrichten lassen, dass er ihnen alles Gute wünscht. Und warum das eine sinnvolle Entscheidung ist, habe ich, glaube ich, in meinen einleitenden Worten gesagt, dass wir hier einen erfahrenen und einen jüngeren Trainer haben, beide mit ihren Stärken, die sie einbringen können. Michael auch mit Erfahrung von Relegationsspielen. Beide haben die Mannschaft, glaube ich, an allen 34 Spieltagen gesehen. Damals, als es noch möglich war, im Stadion bei den Heimspielen. Gerade bei den Heimspielen sind unsere Schwächen oft zur Geltung gekommen, weil wir eine extrem schwache
Heimspielsaison gespielt haben. In der Fremde sind wir besser aufgetreten. Die kennen die Mannschaft, die kennen die Probleme in der Mannschaft. Ich glaube auch, oder ich weiß es, dass im Nachwuchsleistungszentrum dann auch von allen Trainern die Spiele der Profis besprochen werden, analysiert werden, wie man Sachen anders macht. Also dieser Fokus auf die Lizenzmannschaft und die Beschäftigung mit den Themen der Lizenzmannschaft ist bei uns im Verein dann auch im Nachwuchs ständig präsent. Und ich glaube, dass die zwei da ganz genau wissen, was auf sie wartet und wie sie das Thema angehen wollen. Und deswegen ist das eine sehr sinnvolle Lösung für uns. Neben dem Herzblut, den sie für den Club haben und der hohen Identifikation. Machen wir weiter mit Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur. Bitte schön. Herr Wiesinger, grüße Sie, Herr Palikutscher. Herr Wiesinger, heißt die Frage, müssen Sie jetzt erstmal zwei Corona-Tests machen, um überhaupt mit der Mannschaft zusammen eng zu arbeiten zu dürfen? Und die andere Frage, Sie haben schon mal Relegation bestritten, Sie kennen die dritte Liga. Was können Sie in den wenigen Tagen machen? Was muss passieren, damit der Drittliga-Abstieg verhindert wird? Erstmal auch von meiner Seite hallo zusammen. Also zur ersten Frage, ich habe beide Corona-Tests hinter mir, also von daher ist soweit alles erledigt. Zur zweiten Frage, ja, ich sehe die Zeit gar nicht so knapp. Also wenn man mal jetzt die Woche durchgeht, haben wir bis zum ersten Spiel hier in Nürnberg schon viel Zeit im Vergleich zu unserem Gegner, der ja noch in die englische Woche muss. Den Gegner wissen wir bis jetzt noch nicht. Ja, das macht es vielleicht ja, von der Ausgangssituation noch etwas schwieriger, weil wir noch warten müssen. Wir wissen ja noch nicht, wie Mittwoch der Spieltag ausgeht oder wie sich's in der dritten Liga entwickelt. Basis jetzt für diese Woche auf jeden Fall mit der Mannschaft ja, einen Plan zu entwickeln. Wie gehen wir es vom Training an? Wie gehen wir es von der Belastungssteuerung an? Um dementsprechend natürlich im ersten Spiel dann auch, ja, was die Spritzigkeit betrifft, was ja, die Aggressivität betrifft, dementsprechend auch voll im Spiel zu sein. Also ich sehe da für uns schon einen Vorteil in der Woche. Ja, wir haben eine Chance, jetzt ja, das letzte Erlebte nochmal wirklich ganz kurz aufzuarbeiten. Und ja, ich habe die Chance, die Mannschaft auch noch besser kennenzulernen. Habe da auch das Glück, dass Marek schon ja, vor dem Bielefeld-Spiel natürlich sehr intensiv mit der Mannschaft zusammen war. Also auch von daher kriege ich genügend Informationen. Also werden wir die Woche sehr, sehr gut nutzen, um da ganz, ganz schnell auf einen gemeinsamen Level zu kommen und dann ja, einen Plan zu entwickeln, wie wir das angehen werden. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe im Moment, doch, da gehen die Hände hoch. Nico Gehle von der Bild, bitte. Hallo zusammen, kurze Frage. Ich hatte ein bisschen Internetprobleme, deswegen hoffe ich nicht, dass die Frage schon gestellt wurde. Herr Palikutscher, das ist jetzt eine Lösung für zwei Spiele. Jetzt hoffen wir mal alle, dass es positiv ausgeht. Wie soll es denn danach weitergehen? Danach geht es definitiv irgendwie weiter, aber es ist jetzt nicht die Zeit, über das zu reden, was nach den zwei Spielen passieren wird, sondern unser ganzer Fokus gilt jetzt den zwei Spielen. Als wir Michael Wiesinger im letzten Herbst verpflichtet haben als Nachwuchsleistungszentrumleiter, war das schon sehr klar, dass er seine Zukunft in diesen Bereichen sieht, in der sportlichen Leitung, in der Führung eines Nachwuchsleistungszentrums, auch in diesem ideellen Bereich. Und er hat die Aufgabe bisher im NLZ überragend gelöst, was unsere Jugendarbeit betrifft und die konzeptionelle Auslegung, den Umgang mit dem Trainer, die Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung von jungen Spielern und Trainern. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir zwei Spiele lösen müssen, greifen auf seine Erfahrung zurück, haben ihn darum gebeten, das zu machen. Er hat sich sofort bereit erklärt. Und wir sitzen jetzt hier, um über diese zwei Spiele zu reden und die 12 Tage, die bevorstehen und alles, was danach kommt, können wir gerne zum anderen Zeitpunkt besprechen. Weiter geht es mit Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung. Hallo zusammen. Herr Palikutscher, Sie mussten jetzt in einem Jahr den zweiten Trainer bereits entlassen. Empfinden Sie es auch als eine persönliche Niederlage? Wie gehen Sie damit um? Hinterfragen Sie sich selber, ob Sie alles richtig gemacht haben bei der Auswahl Ihrer Übungsleiter? Klar, hinterfragt man sich, wenn Sachen nicht funktionieren, warum funktionieren sie nicht? Und ich habe mich bei Damir Kanadi sehr analytisch damit auseinandergesetzt und das ist mir schwer gefallen. Also man entlässt ja nicht gerne einen Trainer, sondern versucht dann wirklich überall zu unterstützen und mitzuhelfen, dass Sachen funktionieren.
Es hat nicht funktioniert und mit Jens sind wir damals die Zusammenarbeit eingegangen. In einer Situation, wo wir in einen Negativstrudel geraten sind, aber noch irgendwo im Tabellenmittelfeld waren und mit der Zielsetzung zu versuchen, die Saison auf einen einstelligen Tabellenplatz zu beenden und weiter unsere jungen Spieler zu fördern. Das ist uns nicht gelungen. Wir stehen nach 34 Spieltagen auf dem Relegationsplatz. Ich musste diese Entscheidung treffen, weil jetzt geht es auch nicht mehr um Jens Keller oder zwei Trainerentlassungen oder Robert Palikutscher, sondern es geht darum, für den Club die beste Entscheidung zu treffen, wie man zwei erfolgreiche Spiele gestaltet, um nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga weiter zu spielen. Die nächste Frage von Fadi Keplavi von den Nürnberger Nachrichten. Hatten Sie, Herr Palikutscher, denn in den Gesprächen mit den anderen Vereinsvertretern den Eindruck, dass es nach dieser Saison auch um Ihre Rolle gehen könnte in diesem Verein oder war da viel Zuspruch? Bis jetzt wurde meine Person noch nicht thematisiert mit mir. Also davon erfahre ich jetzt von Ihnen, das habe ich in den Medien auch so aufgenommen, aber da wissen Sie da mehr als ich. Aber dass man meine Person dann hinterfragt nach zwei Trainerentlassungen und einer sehr schlechten Saison, das ist naheliegend. Und es ist sehr klassisch im Fußball, nichts Untypisches und damit muss man sich dann auseinandersetzen. Weitere Fragen eurerseits. Ich sehe im Moment keine Handzeichen und zack, gehen zwei hoch. Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur. Herr Wiesinger, stehen Ihnen alle Spieler, also auch da, wo, was weiß ich, bei Leihspielern, wo jetzt der Vertrag im Prinzip jetzt am 30. Juni ausläuft, stehen Ihnen die alle zur Verfügung? Und Herr Palikutscher sprach die Muster an, in die die Mannschaft immer wieder verfallen ist. Wie wollen Sie die durchbrechen? Also erste Frage wieder, es stehen alle Spieler zur Verfügung. Dementsprechend wurden die Verträge angepasst, bis nach der Relegation oder nach dem zweiten Relegationsspiel. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich habe natürlich, wie Robert das ja schon vorher richtig erwähnt hat, ich habe alle Spiele gesehen, ob im Stadion oder zuletzt auch wie jeder Fansympathisant vom Club natürlich bei Sky. Und dementsprechend glaube ich schon oder weiß ich, dass ich einen gewissen Eindruck von der Mannschaft habe. Ja, für mich ist auch ein wichtiger Aspekt, mit der Mannschaft das auch wieder hinzukriegen. Und das im ersten Relegationsspiel, dass wir wieder in der Lage sind, über 90 Minuten eine konstante Leistung auf den Platz zu kriegen, kompakt zu verteidigen, gemeinsam zu verteidigen, gemeinsam auch ins Pressing zu gehen und das ja, am besten aggressiv über die 90 Minuten. Das hat zuletzt gefehlt. Ausnahme des Spiels in Wien, ja, wo aber auch nach der Führung eine gewisse Phase war, wo auch Unruhe wieder aufkam, ja, wo man auch das nötige Glück hatte, um das Spiel dann auch rüberzuziehen. Dackels anzusetzen. Ja, es ist auch in der Relegation eminent wichtig, ja, sauber zu verteidigen. Ja, es sind zwei ganz wichtige Spiele. Relegation, ich habe es ja schon ein paar Mal miterlebt, ist eine ganz spezielle Ausgangslage. Also muss man schon sehr, sehr sorgsam auch damit umgehen, wie wir es taktisch angehen. Ja, da gilt es auch, ja, resolut zu verteidigen, alles reinzuhauen. Ja, gerade im ersten Heimspiel zu Hause die Basis zu legen. Und ja, da gibt es schon Ansätze. Ja, aber nochmal, ich habe es ja gesagt, ich möchte es jetzt auch die ersten Tage mal wirken lassen. Ich will Gespräche führen. Ich muss auch mal reinhorchen, wie der ein oder andere fühlt. Ja, ich hab selber als Spieler solche Situationen durchlebt. Deswegen glaube ich schon, dass ich da ja, große Fähigkeiten auch habe, ja, einen Spieler auch zu verstehen, reinzufühlen, ja, wie tickt er im Moment. Und dann gilt es natürlich auch jetzt in der Phase, die rauszufinden, ja, die einfach zu allem bereit sind, ja, die durchs Feuer gehen. Und wenn man jetzt die Trainerwahl hier anguckt, ja, also wenn wir zwei für was stehen, dann ist es das Herzblut hier beim 1. FC Nürnberg. Es ist einfach irgendwo für uns eine Selbstverständlichkeit, für diesen Club alles rauszuhauen. Und ja, das gilt es jetzt mit Marek zusammen, der auch in dem Bereich, finde ich, überragende Fähigkeiten hat in der Emotionalität oder die Spieler auch ja, mit dem zu identifizieren oder zu anzustecken, ja, mit was er selber groß geworden ist hier beim Club. Und das, ja, das gilt es vom ersten Trainingstag an die Mannschaft ranzukriegen. Also ja, ich hab meinen Plan, der steht. Und ja, werde natürlich auch die Zeit nutzen, um da ganz schnell ja, einfach mehr über die Mannschaft zu wissen. Weiter geht es mit Christian Akbarzadeh von Sky Sport News HD. Ja,
Ja, hallo Robert, hallo Herr Wiesinger. Die Frage von mir an den Michael. Sie haben ja selber fast 200 Spiele. Ich bin auch ein bisschen da später dazugekommen. Ich hoffe, die Frage gab es nicht auch schon. Fast 200 Spiele gemacht für den Club. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie groß, wie emotional ist diese Aufgabe jetzt auch für Sie? Weil es geht ja nun wirklich um viel, gerade wenn wir über einen Abstieg, einen möglichen Abstieg in die dritte Liga sprechen. Da hängt ja sehr, sehr viel dran, möglicherweise Arbeitsplätze. Ja, definitiv. Also wenn ich die Frage ehrlich beantworte, dann bin ich natürlich im Moment in einer Position hier angekommen, wo ich mich super wohlfühle. Ich bin 100% angekommen wieder beim Club und ich kriege natürlich im Moment auch so ein bisschen die andere Seite mit. Ja, was passiert im NLZ, ja, was passiert bei den Mitarbeitern hier beim FCN? Ist natürlich schon so, dass hier ja, eine gewisse Unruhe ist, eine Nervosität vorherrscht. Und ja, mich persönlich treibt es einfach an. Ja, ich will Verantwortung übernehmen. Und mich auch dieser Verantwortung stellen. Ja, ich war hier schon mal Trainer. Ja, ich habe mich jetzt vom Typ nicht groß verändert. Ich bin so, wie ich bin. Ja, ich werde auch jetzt kein Lautsprecher sein oder keiner, der groß rumbrüllt, sondern meine Stärke ist einfach die Sachlichkeit, ja, klar, strukturiert zu denken. Und das werde ich jetzt in die Waagschale werfen. Und das sind für mich Attribute, glaube ich, die uns im Moment extrem weiterhelfen können, ja, der Mannschaft auch eine gewisse Ruhe zu geben. Und das, was ich ja gerade in der letzten Frage beantwortet habe, ich bin komplett auch in diesem Verein. Ich weiß, wie er tickt. Ja, was soll ich noch mehr dazu sagen? Ich lebe diesen Verein und seit einem Dreivierteljahr, seit ich wieder hier bin, ja, wenn man mal weg ist hier, dann merkt man es erst mal umso mehr, was dieser Club ist. Und ich bin super happy, dass ich wieder da bin. Und es ist einfach selbstverständlich, in so einer Situation wieder reinzuspringen, ja, und zu helfen, alles zu geben. Aber für mich natürlich auch wichtig, auch zu betonen, dass ich gerne wieder in meine Position danach zurück will. Ja, da sehe ich mich. Das ist so mein eigener Plan. Jetzt gilt es aber, ja, komplett Fokus auf diese Relegation. Die nächste Frage kommt von Nico Gehle von der Bild. Ja, Michael, wie schwierig macht es jetzt, dass der Trainer noch nicht feststeht? Es sind, glaube ich, jetzt fünf Vereine in der Verlosung, wenn man es 5 bis 6 Vereine, man wird sich unmöglich auf alle akribisch vorbereiten können in den beiden Spieltagen, die auch noch ausstehen. Wird da ja jetzt auch viel Video geguckt? Rät man da, wenn man sich jetzt nochmal live anguckt? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also da muss ich widersprechen. Es wird möglich sein, sich auf alle akribisch vorzubereiten. Wir sind da schon mittendrin. Ist ja irgendwo auch klar, dass man auch gerade jetzt die letzten Wochen auch mal ein Auge darauf wirft, unabhängig, dass man nicht wusste, wie das Saisonende hier ausgeht. Also das ist einfach ja, professionelle Vorbereitung. Dafür haben wir hier auch einen Scouting-Bereich. Dafür haben wir auch Leute hier, die sich damit beschäftigen. Also wir haben das auf dem Schirm, wir haben eine Aufgabenverteilung auch hier, klar, ich bin jetzt im Boot, Marek wird im Boot sein, wir haben da natürlich auch schon hier die Manpower, um das abzudecken. Und ja, vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht wissen wir am Mittwoch ja schon mehr oder Mittwochabend. Ich gehe davon aus, dass das die letzte Entscheidung dann am Samstag geben wird und bis dahin ist alles vorbereitet und dann werden wir die Trainingstage nutzen, um die Mannschaft dann auch gezielt auf den wirklichen Gegner vorzubereiten. Dritte Liga allgemein zusammengefasst heißt kompakte Mannschaften, ja, aus einer guten Grundordnung raus. Nur so kannst du in der dritten Liga Erfolg haben. Ja, gutes Umschaltspiel, ja, vorne drin auch Beispiel Ingolstadt, einen guten Knipser, ja, der auch bekannt ist. Ja, das gilt eigentlich auch für alle Mannschaften, die im Moment noch im Rennen sind. Also eine sehr intensive Liga. Also du wirst dich auf den Gegner vorbereiten müssen, der diese Spiele nutzen wird, um alles rauszuhauen. Der aber, wie ich es vorher gesagt habe, ein paar Spiele mehr in den Knochen haben wird. Und das kann man nutzen, wenn man das bewusst und sorgfältig angeht. Fadi Keblawi, bitteschön. Nochmal zum Personal. Ich weiß jetzt nicht, wer die Frage am besten beantworten kann. Aber was ist denn mit Misicjan, Petrak und Rein? Könnten die theoretisch eine Rolle spielen in dieser Relegation oder ist bei Simon Rein mit Würzburg eine ähnliche Vereinbarung getroffen, wie es mit den Nürnberger Leihspielern ist? Na, wir sind den Wünschen der Vereine entgegengekommen und haben die Laien dann verlängert in den Juli rein. Also gerade was Simon Rein betrifft. Die Spieler werden ohnehin nicht spielberechtigt.
wenn sie zurückkehren. Und vom Personal Misijan, das habe ich jetzt auch gehört, er hat getwittert, glaube ich, dass er sich sehr gut fühlt. Letztendlich hat er 5 Back-to-Competition-Tests nicht bestanden in den letzten Wochen und Monaten. Wir können diesen Spieler nicht einsetzen. Und auch wenn er so einen Test bestanden hätte, dann hat Virgil die letzten 11 Monate nicht ein einziges Spiel über 90 Minuten bestritten. Und es wäre einfach, es wäre fahrlässig, jetzt irgendwelche Hoffnungen zu hegen, dass er der Mannschaft helfen kann. Ja, der ist vielleicht im Fitnessbereich individuell gut unterwegs, hat gut gearbeitet, aber der hat 11 Monate kein Mannschaftstraining bestritten, kein Spiel bestritten. Und deswegen, der Junge ist noch in der Reha, der braucht noch ein paar Wochen. Und er wird zur neuen Saison zur Mannschaft dazustoßen. Machen wir weiter mit Hans Strauß von der Mainpost. Herr Palikutscher, wäre Simon Rein tatsächlich auch bei zwei Spielen gegen die Würzburger Kickers für die Würzburger spielberechtigt? Ja, der wäre spielberechtigt, ja. Wir haben keine Klausel damals vereinbart, dass bei einem Aufeinandertreffen er nicht spielen darf oder ein Penalty, so wie es manche Vereine auch praktizieren. Ja, das ist damals nicht auf dem Radar gewesen und dann ist das halt so. Dann spielt er gegen uns und das ist fairer Wettbewerb. Der Junge steht da unter Vertrag, hat eine Aufgabe da, hat Ziele vor Augen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es zu dieser Konstellation kommen wird, weil ich glaube, die sind momentan auf dem ersten Aufstiegsplatz, die Würzburger. Und ich glaube, dass sie es auch packen könnten. Schon auf dem direkten Wege. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Martin Funk von der Bild. Herr Wiesinger, in den letzten Wochen, Monaten war oft von der fehlenden Fitness oder unzureichenden Fitness bei der Clubmannschaft die Rede, zumindest bei einigen Spielern. Wie haben Sie das von außen gesehen? Sie werden da jetzt sicherlich auch einen Eindruck davon haben. Darauf wird es ja auch ankommen. Ja, wie es im Fußball immer so ist, wenn man von außen drauf blickt, kommt man schnell immer so zu einer Einschätzung. Wichtig trotzdem, wir haben hier natürlich auch Daten, wir haben Werte, wo du natürlich schon auch prüfen kannst, wie tatsächlich der Stand ist. Da habe ich mir schon ein genaues Bild gemacht. Im Endeffekt, aber auch dabei geht es jetzt darum, jetzt in der Woche ja, das Optimale rauszuholen. Ist eine wichtige Trainingswoche für uns, ist auch klar. Wir müssen uns da sorgfältig damit auseinandersetzen, wie wir da die Belastung steuern, wie wir die Spitzen setzen, wie wir nochmal in die Belastung gehen, wie wir dann aber regenerieren, um spätestens dann im ersten Spiel auch, was die Spritzigkeit betrifft, was die Schnelligkeit betrifft, gerade zum Umschaltverhalten, wo ich mir schon einen Vorteil verspreche, wenn wir da gut arbeiten. Ich glaube, das, was bis jetzt war, das gilt sowieso auszublenden. Ja, wir werden es jetzt nicht mehr ändern, um zurück auf Ihre Frage zu kommen. Ja, ist manchmal im Fußball auch der Situation geschuldet, hast eine Drucksituation. Ich habe es ja gesagt, ich war selber Spieler. Ich habe selber hier Zeiten erlebt, wo du so ein bisschen in Austausch gekommen bist oder in die Kritik gekommen bist. Was ist los? Warum kämpfen die nicht? Aber das hat ganz, ganz viel auch mit der psychischen Sache zu tun. Wie geht es dir vom Kopf her? Ja, es ist einfach Druck auf dem Kessel, das ist ganz normal. Von daher, solche Einschätzungen bin ich vorsichtig. Entscheidend ist für mich, dass wir diese Woche ganz genau hinschauen, wie wir setzen und dementsprechend der Mannschaft natürlich auch da die Möglichkeit geben oder den Spielern, sich wirklich auch körperlich auf den ersten Showdown sozusagen vorzubereiten. Es wird ein brutales Willensspiel werden. Ja, das ist auch Relegation. Da wirst du Körner raushauen müssen, wo du vielleicht die Woche vorher noch gar nicht wusstest, was du noch kannst. Das wird ein extremes Spiel sein, wo du mentale Stärke zeigen musst. Auch dazu werden wir bereit sein, da bin ich mir auch ganz sicher, dass wir schon nochmal das eine oder andere lösen werden in einem Gespräch, in einer guten Trainingseinheit, in einem Erfolgserlebnis. Und man kann es doch auch so sehen. Wir haben jetzt zweimal die Chance, mit zwei Spielen womöglich über 90 Minuten in der zweiten Liga zu bleiben. Ja, vielleicht sollten wir das mal annehmen. Und das Zurückschauen jetzt, was war, für mich ist das, was jetzt am Sonntag passiert, kann ich nicht mehr ändern. Ja, dazu verfehlen mir auch die Fähigkeiten, sondern ich muss nach vorne schauen. Und ich muss an den Schrauben drehen, die ich drehen kann. Und eine davon wird sein, den Spielern in der Woche
absolute Stärke zurückzugeben, ja, aber auch kritisch zu sein in manchen Situationen, auch vielleicht mal die eine oder andere Situation mal aufzuarbeiten und dann aber eine Mannschaft auf dem Platz zu haben, hey, wie soll ich sagen, die für den ersten FC Nürnberg durchs Feuer geht, die heiß ist und die alles geben wird. Das ist die oberste Maxime, alles zu geben für diesen Club. Und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir nach den zwei Spieltagen eine ganz, ganz große Chance haben, in der zweiten Liga zu bleiben. Martin, noch eine Nachfrage, weil deine Hand noch oben ist, oder habe ich vergessen, sie auszumachen? Nein, nein, die Hand ist noch da. Da ich Verbindungsprobleme hatte, vielleicht haben Sie die Frage schon beantwortet, dann entschuldigen Sie das. Haben Sie denn Rücksprache mit Jens Keller getroffen? Gehen Sie unvoreingenommen jetzt eigentlich an den Job ran, oder haben Sie da nochmal quasi mit ihm abgesprochen, wo er Problemfelder sieht, um da auf seine Erfahrungen der letzten Monate aufzubauen? Ich schätze den Jens als Kollegen sehr, das muss ich auch nochmal hier loswerden. Von meiner Seite auch hier, was die Zusammenarbeit betraf, ja, einfach für mich auch ein super Trainerkollege. Vom Jens kam auch das Angebot, jederzeit von meiner Seite nochmal Rücksprache zu halten, um auch nochmal vielleicht da nochmal reinzuhorchen. Freue ich mich über das Angebot, ganz klar. Und die Option, wenn ich sie ziehe, werde ich sie natürlich nutzen. Jetzt im Moment, für die ersten Tage oder für die erste Einheit möchte ich mir erstmal meinen eigenen Eindruck machen. Glaube ich, das ist auch wichtig, da mal neutral ranzugehen, das traue ich mir durchaus zu. Und also in meinen letzten Erfahrungen, die ich gesammelt habe als Trainer, glaube ich, dass ich auch da meine Stärken habe, um relativ schnell mit einem gewissen, mit einem Bauchgefühl sozusagen oder mit dem Eindruck, den ich habe oder von den Jungs kriege, Körpersprache oder wer guckt dir in die Augen, wie kommt in die Kabine, so ein gewisses Gefühl zu entwickeln, in welche Richtung das gehen kann. Und wenn ich meine, das zu tun, werde ich den Jens natürlich anrufen. Als nächstes machen wir weiter mit Uli Diekmeyer. Ja, Michael, eine Frage. Du hast beim Club ja schon eine Trainer-Doppelspitze erleben dürfen vor nicht allzu langer Zeit. Wie wichtig war es dir, dass die Kompetenzen klar abgesteckt sind, beziehungsweise dass du das letzte Wort hast, oder wird es eine sehr enge Abstimmung mit dem Marek geben? Ja, wir haben ja heute das Gespräch ja dann zusammengesucht oder geführt. Im Endeffekt, über allem steht trotzdem, es geht um den 1. FC Nürnberg jetzt. Ja. Und das ist ja das, was wir auch verkörpern. Das ist uns das Wichtigste. Und mir geht es jetzt nicht darum, irgendwo in der ersten Linie zu stehen, aber für mich ist schon wichtig, dass es halt auch so klar festgelegt wird. Ja, ich habe ja da einen gewissen Erfahrungsschatz, da hast du sehr recht aus dieser Zeit. Nur ich glaube schon, dass es auch vor allem auch für die Mannschaft wichtig ist, vom ersten Tag an zu wissen, hey, im Endeffekt, wer ist der, der im letzten Moment auch die Entscheidung trifft. Ja, wird in unserem Fall so sein, dass wir natürlich einen regen Austausch haben werden. Ich sehe Marek und mich absolut auf Augenhöhe. Ja, wir werden uns im Sinne des Ganzen natürlich auch austauschen und dementsprechend alles oder jede Personale, die wir oder jede Entscheidung, die wir zu treffen haben, natürlich auch akribisch durchgehen, auch klar. Aber ich glaube, in so einem Konstrukt, wie es halt nun mal eine Fußballmannschaft darstellt, muss jeder wissen, wer am Schluss den Haken dran macht. Und das ist in dem Fall der Cheftrainer, das bin ich. Und von daher für mich in der Ausgangssituation ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend haben wir das auch heute gelöst. Christian Akbarzadeh von Sky. Jetzt auch mit Video. Michael, nochmal eine Frage an Sie. Sie haben ja eben selber gesagt über sich, Sie sind, so kennen wir Sie ja auch, der etwas ruhigere Typ. Wir haben in der Saison aber häufiger auch darüber gesprochen, dass vielleicht auf dem Platz jemand fehlt, der da die Geschichte nochmal richtig in die Hand nimmt. Weil auf der einen Seite hat man vielleicht einen etwas, ja, sagen wir mal, sensiblen Führungsspieler wie Hanno Behrens, aber auf der anderen Seite nicht so viele, die wirklich mal auf dem Platz, wenn es um alles geht, dazwischen hauen. Wen sehen Sie da jetzt als Ihren verlängerten Arm, gerade in zwei wichtigen Spielen? Wer kann da vorangehen? Naja, in dem Fall, wenn ich sage, ich bin ein ruhiger Typ, das heißt ja nicht auch, dass für mich Verantwortung heißt, auch für mich selber da nochmal einen Schritt zu tun, ja, zu sagen, hey, hör mal, du bist gefordert, es muss jetzt ein klares Coaching her, das heißt ja nicht, dass ich dazu nicht in der Lage bin. Ja, ich möchte nur betonen, dass ich nach wie vor, auch wie damals, kein Schauspieler bin und nichts mache, um irgendwie der Öffentlichkeit zu gefallen, sondern ich mache alles im Sinne der Mannschaft, des Teams. Ich bin Teamplayer durch und durch. Und
Ich glaube, dass wir das ganz schnell auch die nächsten Tage kriegen werden. Vielleicht kann auch in so einer Relegationswoche noch mal jemand über sich rauswachsen. Ja, ich denke nicht, dass man im Vorfeld jetzt schon wieder Namen nennen sollte. Der oder der muss vorangehen. Das wird sich zeigen. Es wird sich in den Trainingseinheiten zeigen. Ja, es gibt verschiedene Vertragssituationen, wie es danach weitergeht. Auch darüber kann man, darf man sprechen. Das ist ja im Fußball nichts Verwerfliches. Und dann guckt man sich in die Augen, macht sich ein Bild von der Woche. Ja, und dementsprechend versucht man da vielleicht eine Achse zu gestalten, ein paar Säulen auf den Platz zu kriegen. Du wirst Anker brauchen, so eine Relegation, sage ich Ihnen auch aus eigener Erfahrung, ist immer auch geprägt von verschiedenen Phasen. Du hast im Spiel immer Momente, ja, wo es in die eine oder andere Richtung gehen kann, und dann brauchst du natürlich auf dem Platz auch Leute, die für was stehen, die für eine Identität stehen. Und vielleicht können wir auch in der Woche irgendwie eine neue Identität los kreieren, wie auch immer, ein eigenes Gefühl kreieren mit der Mannschaft. Das ist mein Ziel, das ist für mich immer wichtig, auch gewisse Rituale zu schaffen, wo man sich vielleicht auch festhalten kann, wo man sich untereinander vertraut. Ja, eins ist klar, wir werden das die Woche nur gemeinsam schaffen. Ja, Gemeinsamkeit steht über alles, dieser Teamspirit steht über allem. Einzelne Befindlichkeiten müssen raus aus den Köpfen. Und ich glaube auch, wenn ich das so sagen darf, dass so eine Relegation, so eine Phase für den einen oder anderen dieser Mannschaft natürlich auch jetzt wieder eine Chance in sich birgt. Also du kannst daran wachsen, du kannst für dich, weiß ich nicht, du kannst wieder eine andere Richtung einschlagen. Im Fußball ist es ja manchmal so einfach. Du hast so viele schlechte Zeiten, hast du ein Spiel, wächst über dich hinaus und schon kann deine Karriere wieder eine ganz andere Richtung einschlagen. Ja, davon kann ich selber ein Lied singen, und auch das werde ich den Spielern versuchen zu vermitteln. Also Fußball ist eigentlich nicht kompliziert. Hau alles raus, opfer dich für die Mannschaft auf, opfer dich für den ersten FC Nürnberg auf, sei bereit zu geben, und ich glaube, dann wird der Fußball auch was zurückgeben, und die Fans werden es uns danken, bin ich mir auch sicher. Ja, sie merken, ich muss da ein bisschen ausholen, weil mir das einfach wichtig ist, ja, diese Message auch an sie zu transportieren. Ja, die Club-Community soll einfach wissen, dass da jetzt zwei Jungs kommen, die nicht glauben, dass sie es alleine schaffen, sondern nur mit allen zusammen, inklusive Journalisten, inklusive Mitarbeiter, inklusive NLZ, inklusive alle, die es mit dem Club gut meinen. Auf das wird es jetzt drauf ankommen, sich gegenseitig zu vertrauen, wie auch immer. Das spüre ich gerade im Moment, dass mir gegenüber da ein Vertrauen entgegenkommt. Ja, das ehrt mich auch sehr, setzt mich persönlich natürlich auch wieder brutal unter Druck, das gebe ich zu, so bin ich. Und genau das müssen wir an die Spieler vermitteln. Das ist das Herzblut. Und da werden Marek und ich, eigentlich ab jetzt schon, soll ich sagen, ab jetzt ist das 24 Stunden, da läuft es mir jetzt schon kalt runter. Ja, ich darf bei so einer Relegation dabei sein. Das ist ein geiles Erlebnis. Das ist Druck pur, klar, Druck. Aber ja, wer kann seine Kinder schon erzählen, dass er wieder in so einem eminent wichtigen Punkt in einem Vereinsleben dabei war? Ja, und das ist das sind Momente, die man nie vergessen wird. Und jetzt wollen wir alles dafür tun, dass das ein positives Erlebnis wird. Und dafür ist alles zu geben, alles auszublenden. Dafür muss sich jetzt fokussiert werden. Dafür muss man fast sterben. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich will jetzt nicht übertreiben. Aber mir geht es so. Und mit dieser ruhigen Art und nicht schauspielerisch möchte ich gerne mit dem, was ich kann, alle mitnehmen. Und dafür werde ich hier mein letztes Hemd geben. Machen wir weiter. Jetzt komme ich mir schon ganz dröge vor, indem ich diese Sachen einfach nur so sage nach dem flammenden Appell. Ja, alles gut. Ja, finde ich auch. Machen wir weiter mit Martin Funk. Herr Wiesinger, Sie brauchen ja sicherlich bis zum 7. Juli jede Sekunde, um die Mannschaft kennenzulernen, um die Zeit zu nutzen. Werden Sie sich besondere Dinge einfallen lassen? Manche Trainer stehen auch ein Mini-Trainingslager oder sowas ähnliches. Ja, wir haben morgen ein erstes Meeting auch mit dem Staff, wo wir auch noch eine Richtung einschlagen werden. Darüber wird zu diskutieren sein, ob das Sinn macht. Ja, manchmal tut es auch gut. Auf der anderen Seite finde ich es nicht so schlimm, wenn jeder hier nochmal Tag für Tag spürt, was hier bei diesem Club dahinter steckt. Ja.
was er hier für tolle Bedingungen hat. Ja, das muss man ja vielleicht in der Woche noch mal schätzen lernen, ich weiß es nicht. Aber so eine Option besteht, in meinem Hinterkopf zumindest, aber dann nehme ich natürlich meine Mitglieder im Staff mit, höre ich mir die Meinungen an, ja, wie der Stand der Dinge ist. Es gibt ja ein paar, die Mannschaft noch besser kennen wie ich, wie so die Gefühlslage ist. Und dementsprechend kann schon sein, dass wir da vielleicht nochmal einen Impuls setzen. Weitere Fragen? Keine Handzeichen, nichts im Chat zu sehen. Dann gehe ich mal davon aus, dass alle Fragen beantwortet sind. Dann bedanke ich mich für diese Fragen bei euch. Bei euch bedanke ich mich für die Antworten und wünsche euch allen einen schönen Restabend und bis bald. Macht's gut. Tschüss.